So, wir haben hier unser Konzeptfahrzeug, den Hartron. Es geht hier um eine neue Zukunftstechnologie, die wir vorstellen auf der Bundesgartenschau. Und zwar ist der mit einer Brennstoffzelle bestückt und wird mit Wasserstoff angetrieben. Er hat hinten einen Heckantrieb, einen Elektromotor auf der Hinterachse. Und über diesem Elektromotor befindet sich die Traktionsbatterie. Man braucht diese Traktionsbatterie, weil dieses Modell halt ein Solardach hat, ja, und die Energie muss zwischengepuffert werden in der Batterie. Dann ist es auch so, dass durch Rekuperation eine Energierückgewinnung stattfindet. Die muss auch zwischengespeichert werden in der Pufferbatterie. Und wenn Sie beispielsweise an einer roten Ampel stehen, dann ist es auch so, dass die Brennstoffzellen weiterhin Energie produziert. Und dass die Energie wieder genutzt wird, wird sie auch in der Traktionsbatterie zwischengepuffert. Deswegen kommt man an der Traktionsbatterie nicht vorbei. Die müssen wir auch nutzen. Allerdings wiegt die nur 60 Kilo, also das ist noch überschaubar. Und hinten kommt im Prinzip nur Wasser raus. Und deswegen ist es eine sehr attraktive Zukunftstechnologie und findet bei den meisten Besuchern extrem Anklang. Ja. Das Betanken, das ist, wie Sie es gewohnt sind, vom Benzin und Diesel auch, das ist in 4 Minuten fertig. Also nach 4 Minuten haben Sie einen vollen Tank und haben eine Reichweite von 600 Kilometern. Was ungefähr den Dieselfahrzeugen und den Benzinfahrzeugen heutzutage entspricht von der Reichweite. Wenn Sie das Fahrzeug ausschließlich in der Stadt fahren würden, würden Sie sogar bis zu 1000 Kilometer weit kommen, also eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometer haben, weil Sie verbrauchen, wenn Sie geringe Geschwindigkeiten fahren, weniger Wasserstoff. Und an roten Ampeln, wo normalerweise die Benziner und die Diesler Benzin weiterhin verbrauchen, obwohl sie stehen, tut dieses Fahrzeug im Prinzip die Energie zwischenspeichern in der Traktionsbatterie. Deswegen kriegen Sie in der Stadt eine höhere Reichweite hin, von bis zu 1000 Kilometern. Und wenn die Sonne scheint, wird sie noch größer, die Reichweite? Genau. Das Solardach generiert eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern innerhalb von einem Fahrzeugjahr, sage ich mal. Genau. Also in diesem Fall ist es so. Dieses Konzeptfahrzeug ist mit einem Solardach ausgestattet. Das heißt aber nicht, dass im Endeffekt, wenn es dann serienreif ist, dass es auch tatsächlich mit einem Solardach auf den Markt kommt. Das ist noch Zukunftsmusik. Wie das dann wirklich realisiert wird, das kommt dann, wie gesagt, in ein paar Jahren auf den Markt.